Hallo Leute, ja, wir hatten zuletzt gesagt, dass wir Tisch und Stühle haben wollen und dieser Raum hier muss weiter ausgebaut werden, ne? Das war unser Ziel. Wir haben hier Klimaanlage, wir haben da Klimaanlage, hier ist der Eingang, haben den Raum nach oben, weiß nicht, ob wir hier noch eine Tür hin machen müssen. Das müssen wir mal gucken, weiß ich noch nicht. Ihr guckt das Logo, dann gehen wir auf den Großbildschirm und dann schauen wir weiter. So, dann sind sie jetzt gerade alle am Pofen. Wer sind das hier? Ah, den Hase, den haben wir wohl gezähmt. Der ist jetzt auch bei uns. Dann braucht er auch noch eine Unterkunft, oder? Ist da irgendwo was? Weiß ich gar nicht. Architektur, Möbel. Tierschlafplatz. Tierschlafkiste. Würde ich tatsächlich die machen, ne? Aber würde ich dahin machen wollen. Gut, hier sind noch so ein paar Tutorials. Die meisten Lebensmittel verderben in relativ kurzer Zeit. Um das zu verhindern, kannst du einen Kühlraum bauen. Das haben wir schon gemacht. Bau einen Raum, der komplett von Wänden umgeben ist und enthält ein oder zwei Kühlgeräte. Haben wir gemacht. Triebgefrorene Lebensmittel können nicht verderben. Verstanden. Dann ist das weg. Zerfall von Objekten. Objekte, die da draußen liegen, gelassen werden, zerfallen nach einiger Zeit. Um den Zerfall zu stoppen, müssen die Objekte in einem überdachten Raum aufbewahrt werden. Auch passend. Erlaubtes Gebiet, das ist auch klar. Kann man sagen, wo das Heimatgebiet ist und so, ne? Wo die hingehen können. Erledigt. Gut, Lernhilfe ist durch. So, hier könnten wir jetzt eigentlich schauen. Ja, Tisch und Stühle. Das ist aber wahrscheinlich alles hier zu klein, ne? Ich glaube mal, die können gerade ein bisschen schneller schlafen hier, ne? Quest aktiv, Lager mit Wertsachen. Lager mit Wertsachen, sie läuft in 20 Tagen ab. Ist das die erste Quest, die wir haben? Sieht wohl so aus, ne? Lager mit Wertsachen. Wir haben einen geheimen Funksprüche abgefangen, aus denen hervorgeht, dass in der Nähe von Reitau wertvolle Waren im Gesamtwert von $600 gelagert werden. Die Sammlung besteht aus Hightech-Bauteilen mal drei. Scheint, dass dort eine unbekannte Bedrohung lauern könnte. Springen zu Versteck mit Ware. Okay, das ist aber weit, weit weg, ne? Also für uns jetzt noch am Anfang, ne? Da wollen wir keine Expedition hinmachen, da sind wir zu wenig für. Oder. Ne, ich denke nicht. Wie komme ich da jetzt wieder hin? Karawane von mir? Könnte ich machen, aber. Das sind nur drei Teile eigentlich, ne? Nein. Wenn sie jetzt schon bei uns wäre, dann wäre das was anderes, aber das ist ja noch nicht so, ne? Hier ist zwar 18, aber die sind immer noch mit minus 25 unterwegs. Das ändert sich wahrscheinlich auch gar nicht, ne? Hat mich gerettet. Ist 15 plus. Also 3 plus kommt schon woanders weg, ne? Beziehung wurde aufgebaut. Mal 20 plus 28. Werde gefangen gehalten. Minus 25. Ja. Rekrutieren steht da immer noch. Ich glaube, das lassen wir auch erstmal so. So, hier wird weitergearbeitet. Das ist schon mal gut. Hier fehlt es irgendwie aber an Licht. Ne, Möbel waren ja schon da. Vielleicht sollte man hier mal eine Fackel hinstellen oder so. Würde ich da mal hinmachen wollen. Kann man das priorisieren? Nicht wirklich, ne? Wahrscheinlich ja, aber ich weiß nicht wie. Und das ist jetzt hier frei, ne? Kann ich das dem zuweisen? Besitzer wählen. Hase zuweisen. Der Hase soll da pennen. Das ist der Hase, der schläft jetzt da. Der Hund, der schläft da. Hier müssten wir eigentlich was umbauen, ne? Versetzen. Das können wir auch versetzen. Warum ist denn das Bett? Ich glaube, Kopfkissen ist da. So wäre es richtig, oder? Dann passt das.
Und das können wir auch versetzen. Nee, das kann man nicht versetzen. Naja, dann bleibt das da halt. Ist das nicht so schlimm, glaube ich, oder? So, hier wird schön gearbeitet. Die sind sogar zu zweit da am Arbeiten. Das ist schon mal gut. Aber wir brauchen jemanden, der weiter kocht noch, ne, oder? Kochen ist schwierig. Wo geht sie denn jetzt hier hin? Hoffentlich Beeren pflücken. Ah ja, hier ist schon ab. Ach so, wir müssten die mal alle holen, ne? Kann die das? Aber ich kann ihr jetzt. Ja, okay, dann ist das jetzt erstmal so, ne? Ist jetzt auch nicht so wild. So weit ist es nicht weg, aber wir müssten eigentlich gucken, dass die es auf einmal holt, ne? Es ist Sommer, draußen sind es 30 Grad drinne. Hier ist es minus 15. Okay, da kann nichts passieren. Und wie ist hier so in den Räumen? 21 Grad drinne, das geht. Da können wir mit leben. Hier sogar 16 Grad wegen der Kühlung wahrscheinlich. Okay, da wird auch Essen weiter gemacht. Hier fehlt aber schon wieder eins. Einer hat da schon gegessen. Aber ist okay, denke ich. Das einzige, so die Aufgabe könnte, aber wir können wiederholen, bis ist erstmal so. Was haben wir hier? Steine, ne? Nee, das ist Silber, okay. Das ist Erste Hilfe, Kräutermedizin. Sollte die nicht hier unten in die Kühlung? Wo ist Medizin? Schokolade, damit ihr nicht wegschmelzt. Komisch. Jetzt finde ich hier keine Medizin. Aber wahrscheinlich unterhergestellt. Ja, ist auch angehakt, passt. Muss nur einer reinbringen, ne? Hier wird 10-mal gleichzeitig das gemacht. Oh Mann. Wie weit ist es denn hier so? Wachstumsrate 125, 140% und 23 ist es gewachsen. Und hier? Ah, das ist bald fertig, dann geht es ja ein bisschen voran. Was passiert hier? Ah, das ist von 16,6 auf 16,3 der Widerstand. Das ist schon mal gut. Das wird besser werden. Und die sind natürlich hier ordentlich am Arbeiten. Dann können wir gerade noch die Böden machen. Das war der hier. Können wir jetzt hier weiter ausbauen. Das hier müssten wir mal wegräumen. Weil das sieht hier drinnen nicht so gut aus. Hier müsste man sauber machen, aber Eile hat das eigentlich nicht. Hier haben wir noch ein zweites Gefangenenbett sozusagen. Und wir müssen dann definitiv auch kurz gucken, dass wir hier was hinkriegen. Ja, für, sag schon, Schlafräume, ne? Gestein abbauen, das ist ja dann hier, würde ich das jetzt so machen wollen dann, ne? Und dann muss man überlegen, von wo man da rein kann. Vielleicht sollte man hier einen Schlafraum rausmachen oder Schlafräume. Hier Esszimmer von machen. Das wäre vielleicht noch eine Idee, ne? Vielleicht können wir hier schlafen und da können wir hier das Dingens machen, den Forschertisch hin machen, aber der Forschertisch, oh, zwei Felder würde auch gehen. Müsste man dann überlegen, ne? Aber ich will nicht beide Räume auf einmal machen, es reicht einer. Denke ich. So. Ja, können wir mal wegräumen. Auch wegräumen und wahrscheinlich auch wegräumen. Sieht erstmal alles gut aus. Was haben wir hier? Schlachtplatz, okay. Da steht noch die 18, aber hier, da ist auf 17 runter von 25. Das ist schon mal cool, ne? Das ist schon mal cool. Das ist viel wert. Sie holt wieder nur einen. Das ist unser größtes Problem, ne? Aber, so wie ich sehe, ist nur noch einmal da. Wie viel ist hier gewachsen? Sind wir bei 94%. Das ist schon mal mehr. Ja, das hier sind ja Wände, die keiner braucht, ne? Gefühlt. Sollten wir hier schon mal was so nach oben noch bauen? Ich glaube ja.
Ja, da wissen wir auch noch nicht, was hier noch weitergeht. Lass uns mal die drei Sachen abbauen da. Und hier ist ja auch noch was, ne? Und hier können wir auch abbauen. Weil hier ist ja Material hinter, ne? Hier waren Maschinenteile, glaube, oder? Ja, Maschinenreste und hier sind Stahlreste, ja. Und hier ist nichts. Wegtragen, wegtragen, wegtragen. Wegtragen könnte ich auch wahrscheinlich hier irgendwie so machen und dann wegtragen, ne? Genau so ist es. Ja, sieht erstmal gut aus, oder? Was ist das? Bauteile. Und hier sind nochmal, also da haben wir schon mal was abgebaut. Wer war das denn? Waren wir das? Hier sind auch Teile, ne, die man abbauen kann. Ja, Befehle waren offen, ne? Lass mal so gucken, was daraus wird. Der Boden wird schnell gebaut, wie man sieht, ne? Sieht natürlich dann auch viel schicker aus, ne? Weiß nicht, wer das macht. Ah, hier ist gerade wieder was passiert. Sie wird bekehrt. Und tut sich was? Widerstand 16 auf 15, 8 geändert. Das ist schon mal sehr gut. Stimmung ist zu niedrig, deswegen passiert jetzt wahrscheinlich nichts mehr. Aber ich glaube, das macht sich. Okay, hier wird jetzt Holz verteilt für den Boden zu bauen. Das geht relativ zügig. Das mit den Steinen geht nun nicht schlecht. Wahrscheinlich, weil wir gar nicht das passende Werkzeug dafür haben, ne? Ja, Werkbank haben wir. Hier war ein Steinmetztisch, ne? Und das hier war ein Forschungstisch, ne? Waren die Möbel hier? Nein. Strukturen. Produktion. Schlachtbank haben wir nicht. Elektrischen Herd haben wir auch nicht. Nähtisch, elektrischer Nähtisch, Forschertisch, künstlerischer Tisch, Krematorium. Steinmetztisch, Trichter. Nährpastenspender, ja. Hier ist ein Arbeitsplatz, ne? Dreh den mal um. Wir machen den mal dahin. Aufgaben. Stammeskleidung herstellen, Keule herstellen, Messer herstellen, Kurzbogen, Rauchblatt, Joint herstellen. Ja, das sind natürlich Sachen, die man dann machen müsste, ne? Kurzbogen wäre ja schon mal nicht schlecht, ne? Vielleicht soll man da mal einen machen, oder? Vielleicht auch zwei. Weil wenn sie da auch zu uns kommt, dann braucht sie auch was, ne? Ist nur die Frage, wer das baut. Okay, der Stein wird schon mal weggetragen, das ist schon mal gut. Nur mal Böden hier, weil da ist ja doch schon einiges passiert jetzt. Ja, und es wird schon wieder dunkel, das heißt, wir können gleich schon wieder ins Bett gehen hier, ne? Aber hier wird auch abgebaut. Sind sie alle drei? Ne, sind nur zwei, ne? Wo ist die dritte Person? Da, Red Run ist da. Jetzt ist hier noch die Frage mit der Ernte. Oh, das ist unterschiedlich gewachsen, sehe ich gerade. Manches ist 97, okay. Kartoffelpflanzen sind das. Wie viel sind wir hier bei 36? Wachstumsrate 0, weil gerade ruht, weil keine Sonne da ist wahrscheinlich. Okay, die Kartoffeln werden uns aber dann hoffentlich retten. So, jetzt haben sie, glaube ich, Freizeit, kann das sein? Hier spielt keiner. Sie sitzt am Feuer, entspannt wahrscheinlich. Ja. Was macht sie? Entspannt sich sozial. Entspannt sich sozial und hier wird sich spielt Hufeisen werfen. Okay. Das macht erstmal einen guten Eindruck. Aber ich glaube, wir machen das mal schneller, weil die gehen sowieso jetzt alle ins Bett.
Dann kriegen wir das schon hin, ne? 1, 2, 3, der Hufeisenspieler, der macht wieder Überstunden, ne? Gut. Das sieht doch erstmal gut aus soweit, ne? Häschen schläft da, ja, das mit dem Hund können wir nicht ändern jetzt, der bleibt dann da so, aber das stört jetzt auch nicht wirklich. Das Häschen schläft da, haben wir ein Haustier. Wer steht auf? Noch keiner. Da war gerade ein Geräusch, wo ich dachte, es ist was. Der Hase ist schon wach. Maisie ist wach. Was wir auf jeden Fall jetzt gucken müssen, dass wir irgendwo noch Dingens herkriegen, ne? Die sind doch erlaubt, oder? Ne, die sind nicht erlaubt. Jetzt sind sie erlaubt, okay. Hier ist wohl eine Ratte. Wir brauchen Essen. Mehr Händler bekommen. Damit mehr Händlerkarawanen zu dir kommen, musst du Bündnisse und Fraktionen schließen. Wenn du keine Verbündeten hast, wird dich nie ein Händler besuchen. Du kannst deine Verbündeten auch über die Funkanlagen kontaktieren, an Karawane gegen Bezahlung anfordern. Ja, habe ich nicht. Hier, was ist das? Das ist Material, was wir dann auch freisetzen können, ne? Ah, jetzt hat er tatsächlich nur den einen erlaubt. Aber er markiert gar nicht alle. So markiert er alle. Und jetzt werden alle erlaubt. Okay. Jetzt müssen wir aber mal Bären noch kurz markieren. Hier sind welche. Sehr schön. Auswählen. Befehle. Ernten. Gibt es noch mehr in der Nähe? Da unten sind noch keine gewachsen. Zu weit weg will ich auch nicht laufen jetzt. Hier sind keine Bären, ne? Oh, da sind Wildpferde. Das ist ja cool. Kann man die auch zähmen? Wahrscheinlich, ne? Kein Sozial, kein Körper. Haben wir jemanden, der das kann? Pferde wären cool. Da, zähmen. Können wir da beide zähmen? Und können wir drei zähmen? Das geht bestimmt nicht. Müssen wir mal schauen, ob das einer kann. Tiere mit 8 hier. Da nicht. Und da auch nicht. Wenig Nahrung, ja, weiß ich wohl. Deswegen arbeiten wir ja da dran, ne? So, was macht das Essen? Okay, da 34% nur. Wurden die schon frisch geerntet dann? Oder umgekehrt? 90. Haben wir Kartoffeln? Hier kennen wir sie aber nicht, wenn. Das ist hier Silber, ne? Genau. Ist das reingetragen? Nein. Oh, hier wird geerntet jetzt gerade. Bereit zum Ernten und da ist das Essen. 11 Stück, sehr gut. Oh, wir haben hier kein Holz. Das heißt, wir müssen ganz fix hier eine Pappel fällen. Hier im Lager können wir auch noch die Pappeln fällen. Was war das jetzt hier? Auch fällen, ne? Ach, die kann man nicht fällen. Egal, die kommen auch weg. Hier sind noch Bäume. Die sind vielleicht nicht an der günstigsten Stelle, ne? Okay, die Kartoffeln, das geht schon mal. Unser Lager ist aber leer. Ich hoffe, da wird jetzt ordentlich Essen rausgemacht. Ja. Er ist ordentlich am Dingens machen, sag schon am ordentlich am Buddeln hier. Objekt wegtragen. Objekt wegtragen. Ist ja nur eins da, ne?
Gut, ich glaube, sonst sind da keine Objekte, ne? Sieht nicht so aus zuerst. Ja. Es geht auf jeden Fall voran. Hier 36 plus, das ist schon mal sehr gut. 17, das war das Wichtigste. Das müsste noch mit wenigstens zwei Personen weiter runter, ne? Und da wird Feli essen. Aber Feli müsste am Tisch essen, das wäre noch besser, ne? Aber wir haben zurzeit keinen Tisch. Wie machen wir das am schlauesten, ne? Gut, aber ich würde sagen, wir machen erst hier einen Cut, kümmern uns in der nächsten Folge darum, wie es weitergeht. Ich denke mal, wir müssen uns ums Essen kümmern, aber wir haben jetzt die Kartoffeln eigentlich. Da müssten eigentlich auch einfache Gerichte von gemacht werden können. Sie holt ja gerade schon wieder Kartoffeln, dann passt das eigentlich. Es müsste nur mal eine größere Zahl werden. Das ist das Wichtige, ne? Ja, das wird dann schwierig. Okay, und dann wollen wir gucken, dass wir dann einen Esstisch kriegen und sowas. Das muss man irgendwie vorantreiben. Alles klar. Ich sage mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Hier, guck, da sind jetzt schon zwei. Geht voran.